Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Hell. Wir sind wieder im Story Mode. Ich habe ja am Wochenende einen Livestream im Überlebensmodus gestartet. Und da habe ich einiges dazugelernt tatsächlich. Da habt ihr mir auch viele Tipps gegeben und sowas. Unter anderem habe ich euch ja gefragt, wo ich denn diesen Wurfhaken herbekomme. Und den habe ich im Livestream sogar gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Das war, glaube ich, bei so einer ausgetrockneten, so einem ausgetrockneten Fluss. Da war so ein umgekipptes Auto auf dem Dach und da lag der Wurfhaken. Also das müssen wir finden. Das heißt, wir sollten eigentlich hier diesen Flüssen und so ein bisschen folgen. Wir haben schon wieder Blutegel am Start. Habt ihr auch ganz oft in die Kommentare geschrieben, dass ich da mehr drauf achten soll. Werde ich jetzt auch. Weil keine Lust auf schlechte geistige Gesundheit. Ja, und wir werden uns dann wahrscheinlich gleich so ein bisschen die Flüsse verfolgen. Wir haben momentan hier mega die Regenzeit. Also der Regen hört gar nicht mehr auf. Das ist ein bisschen doof, weil wir dann keine Fackeln benutzen können. Ja, aber ansonsten, ihr habt noch geschrieben, dass tote Vögel immer ein Hinweis darauf sind, dass Jaguars, ich weiß die Mehrzahl nicht, auf jeden Fall, dass ein Jaguar in der Nähe ist, weil der den wohl gejagt hat. Und ihr habt gesagt, ich soll mehr die Karte erkunden und mehr rumlaufen. Und ich soll nochmal zurückgehen und, wir gehen jetzt erstmal den Fluss entlang. Ich soll nochmal zurückgehen und diesen Trank da brauen. Also dieses, wisst, oh, ich habe gar keinen Getränken mehr. Kann ich nicht einfach den Regen trinken? Leer. Was ist denn das hier? Wasser sauber. Okay, perfekt. Wir sind sogar gut vorbereitet. Genau, ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Dieses, was wir da gefunden haben. Dieses Ritual-Dingsbums. Das soll ich wohl mal brauen und ausprobieren. Werden wir aber nicht jetzt machen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, den Wurfhaken zu finden. Und ja, Essen ist trinkenstechnisch. Könnte es besser sein. Boah, das Schwein hat mich erschreckt. Aber passt erstmal soweit. Ich werde jetzt echt erstmal versuchen, dem Wasser zu folgen. In der Hoffnung, dass ich hier was finde. Hier sind Pilze, die esse ich mal. Ich kenne mich mittlerweile auch schon ganz gut mit den Pflanzen und so aus. Achso, und ihr habt noch geschrieben, wenn ich mal eine ungekannte Pflanze habe, soll ich auf identifizieren, also Rechtsklick identifizieren gehen. Das könnte mir auch helfen, das zu identifizieren. Nice, Obsidian ist auch sehr, sehr gut. Habt ihr auch geschrieben, dass ich da mit viel Ausrüstung machen soll. Skorpion lassen wir liegen. Oh, was ist das denn? Das nehmen wir doch mal mit. Als kleinen Snack. Oh. Er hat uns getrickst. Ich habe ihn nicht getroffen. Ja, pass. Oh, er will ja richtig mit uns spielen. Ey, der... Der verarscht uns. Komm her. Hey, ich bin zu blöd, das Ding zu treffen. Junge. Ich glaube, das muss ich rausschneiden. Das ist ja peinlich. Oh mein Gott. Der verarscht uns halt komplett. Okay, sehr gut. Wir haben ihn. Also der hat uns halt richtig verarscht. Vielleicht könnten wir uns hier mal eben ein kleines Feuerchen machen und uns was braten. Weil hier haben wir wenigstens ein Dach. Können wir das mal eben machen? Machen wir mal hier ein Feuerchen. Ich mach das mal hier hinten in der Ecke. Da stört das nicht. Dann brauchen wir noch eine trockene Pflanze. Und dann können wir hier unser Feuer schon anmachen. Das ist sehr gut. So, die Glut hier rein. Und dann können wir uns mal eben vorbereiten. Wir haben ja auch noch einiges an Fleisch, sehe ich gerade. Also wir haben richtig viel gefangen, so wie es aussieht. Da geht es uns echt gut. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Ah, Fette könnten wir auch noch ein bisschen gebrauchen. Das heißt, ich esse hier mal die Nüsse, dass wir voll sind soweit. Ja, ansonsten hole ich mal eben nochmal Wasser ran. Weil ein bisschen Wasser abkochen wäre nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, habe ich Kokosnüsse dabei? Ne, habe ich natürlich nicht. Kann man die hier noch... Die kann man nur zerstören. Das ist auch doof. Egal, wir füllen die trotzdem mal auf. Dann müssen wir halt gleich mal gucken, wie wir uns Wasser besorgen. Ist halt ein bisschen doof, dass man den Regen nicht irgendwie mit der Hand auffangen kann und was trinken kann. Das wäre cool. Wir werden jetzt mal eben hier das essen. Dann geht es uns proteintechnisch schon mal sehr, sehr gut. Und Energie ist super. Das Einzige, was fehlt, ist ein bisschen Kohlenhydrate und natürlich was zu trinken. Deswegen müssen wir jetzt auch weiter los. So, nehmen. Wir machen mal hier Wasser rüber, dass das aus ist. Soweit. Vielleicht können wir das Feuer nochmal irgendwann benutzen. Aber wir müssen jetzt weiter, weil wir haben nicht mehr viel... Wasser am Start. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie eine Kokosnuss finden. Hoffen wir mal, dass wir in diesem Regenchaos eine finden. Wir können auch in Bäume gucken. Man kann die runterschießen. Das habe ich im Livestream auch ausprobiert. Also falls wir da welche sehen, können wir das natürlich auch machen. Oh, was ist das denn hier? Oh Gott, hier steht ein Totem. Neuer Ort an der Karte. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendein Tierskelett und irgendein Totem. Ah, hier ist auch eine Kletterstelle. Okay.
Alles klar, wir können ja mal kurz auf die Map gucken. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir jetzt oben, ne? Ja, hier endet doch das Wasser. Ja, wir müssen halt echt ein bisschen mehr erkunden und den Kletterhaken finden, damit wir hier in weitere Gebiete kommen. Und ja, dass wir weiterkommen. Also wir brauchen definitiv den Kletterhaken. Wir müssen noch weitersuchen. Ja, uns geht's eigentlich noch ganz gut, aber wir müssen, wie gesagt, immer noch... was heißen die denn jetzt? Ich wollte gerade Kürbisse sagen. Nein, Kokosnüsse finden. Okay, wir haben jetzt hier schon mal diese Pilze. Die helfen ja gegen Parasiten. Schon mal ganz gut. Die nehmen wir mit, weil im Zweifel können wir dann dreckiges Wasser trinken. Und mit den Pilzen werden wir dann wieder die Parasiten los. Das ist ganz gut. War das? Okay, das war nur der Busch. Hat schon erschreckt. Nicht, dass hier eine Spinne oder sowas lauert. Wobei die Spinnen ja auch zum Glück Geräusche machen. Das wäre jetzt richtig fies. Ich gucke auch immer so ein bisschen in die Baumkronen, in der Hoffnung, dass ich da Kokosnüsse erkennen kann. Aber die wachsen ja eher an Palmen. Also ich glaube, hier an diesen Bäumen macht das nicht viel Sinn. Oh, hier sind Bananen. Sehr gut. Die nehmen wir nochmal mit. Kleiner Kohlenhydrate-Lieferant natürlich. Bisschen hoch. Müssen wir mal irgendwie springen. Aber wir sind mega gut versorgt, bis auf Trinken halt. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ah, jetzt sind wir hier in diesem Eingang. Schaut mal. Aber der ist noch zu hier. Oha. Kann man den irgendwie aufmachen? Weil den Eingang kennen wir ja schon. Da kommt man in ein bisschen anderes Gebiet. Aber wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Vielleicht können wir mal gucken. Ah ne, neuer Ort war das, ne? Neuer Tagebucheintrag haben wir gar nicht. Das heißt, wir sind jetzt... Also wir waren von hier, jetzt sind wir hier hingewandert. Und hier scheinen überall Klippen zu sein. Das heißt, wir kommen hier gar nicht vorbei. Okay, hier müssen wir hoch, um in das Lager zu kommen. Das heißt, wir müssen hier unbedingt noch mehr erkunden. Wir sind im Moment nur in diesem Bereich. Sehe ich das richtig? Also hier sind ja überall Klippen. Also da, wo ich jetzt mit der Maus lang gehe. Das heißt, der Wurfhaken kann nur in diesem Bereich sein. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch viel erkunden. Also im Überlebensmodus ist der Bereich halt schon komplett freigeschaltet. Aber das heißt, wir können jetzt auch erstmal wegen Trinken zurück in unser Lager gehen. Das ist ganz gut. Müsste doch jetzt eigentlich, wenn meine Orientierung nicht schlecht ist, zu meiner Rechten hier sein, oder? Ach, guck mal, die Dinger sind auch gut. Die können wir mal eben essen. Die bringen nämlich auch Hydration. Das heißt, die stillen auch ein bisschen unseren Durst. Genau, hier ist das Lager. Perfekt. Ja, mittlerweile kenne ich mich in diesem Startbereich schon sehr, sehr gut aus. Da bin ich auch schon viel unterwegs gewesen. Ach, so ein Leguan nur. Okay. Was liegt denn hier noch? Ach, hier ist noch so eine Falle. Oh, nee. Die will ich nicht nehmen. Brasilianische Wanderspinne. Vor allem weiß ich nicht, ob die noch lebt, wenn die in der Falle da ist. Okay. Aber hier müssen wir trinken haben, oder nicht? Ja. Wunderbar. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Kokosnussschalen mitnehmen. So viel ist sicher. Wie geht's uns jetzt? Uns geht's eigentlich ziemlich gut. Wir können noch weiter erkunden. Wir speichern aber nochmal. Bevor ich jetzt weitergehe, schaue ich mal auf die Karte, wo der Wurfhaken denn sein könnte. Also hier ist ja unser Startort. Hier sind wir hochgegangen. Hier waren wir schon mega viel in diesem Gebiet. Hier oben waren wir. Hier waren wir. Also eigentlich kann der Wurfhaken nur entweder hier in diesem Gebiet sein. Also in diesem Gebiet muss der irgendwo sein. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach Osten gehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Und da werden wir jetzt nach dem Wurfhaken suchen. Ansonsten hätte ich nämlich keine Idee, wo der sein könnte. Oh, hier ist ein toter Vogel. Heißt das jetzt Jaguars hier in der Nähe? Ich hoffe nicht. Oder sollen wir erst das Ritual machen? Nee, wir suchen erst den Wurfhaken. Ah! Ich wurde von einer Schlange gebissen. Oh mein Gott, wir brauchen Tabak. Wir brauchen dringend Tabak. Oh mein Gott. Das Tabak. Oh mein Gott. Perfekt. Oh, dass ich jetzt von der Schlange gebissen werde, ist echt ärgerlich. Ich habe halt nicht aufgepasst. Tabak. Oh, nicht haken. So, wir haben keinen Platz mehr hier. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir können nämlich direkt hier auf Herstellen gehen. Tabak. Verband. Tabak. Verband herstellen. So. Untersuchen. Und wahrscheinlich am Bein gebissen, ne? Ja. Da ist der Biss. Da machen wir den Tabakverband rum. Der wird uns hoffentlich helfen. Und wir sollten natürlich gleich schlafen. Das heißt, jetzt haben wir noch einen Grund mehr, zurück zum Lager zu gehen. Wir werden aber nochmal einen zweiten Tabakverband machen. Wenn wir schon mal hier eine Tabakpflanze gefunden haben. Da haben wir echt Glück im Unglück gehabt. Eieiei. Schmerzhaft, schmerzhaft.
Ab zurück nach Hause. Wir haben nicht mehr viel Energie. Wir warten schon die nächsten Schlangen, aber wir haben es fast geschafft. Also das sollte eigentlich klappen. Und wenn wir gleich Schlaf haben, dann sollte die Vergiftung auch weggehen, ohne dass unsere geistige Gesundheit zu sehr leidet. Also das passt eigentlich. Und essenstechnisch sind wir noch ziemlich gut dabei. Und ja, dann werden wir am nächsten Tag mal... Ich weiß gar nicht, habe ich in diese Richtung schon abgesucht? Eigentlich schon, ne? Also ich denke mal, wir werden am nächsten Tag mal dieses Ritual dann da machen und dann mal schauen, was uns das bringt. So, der nächste Morgen. Die Vergiftung ist weg, uns geht's besser. Wir hängen jetzt aber hier immer noch im Lager. Wir werden jetzt erstmal schön Sachen aufessen, die wir hier noch haben. Die schnell vergammeln, die einen Tag halten die noch. Wir essen mal einige Bananen davon. Ein bisschen Nüsse. Dann sollte es uns eigentlich schon wieder ziemlich gut gehen. Ja, bis auf Hydration. Aber wir lassen mal die Kokosnussschalen jetzt hier liegen, weil wir werden jetzt erstmal hier bleiben natürlich im Lager. Wir können auch einfach einmal, warte mal, wir trinken einmal schmutziges Wasser, was soll's. Macht ja keinen Unterschied. Wir haben ja mehr als genug von diesen Pilzen. Damit werden wir die Parasiten wieder easy los. Läuft, perfekt. So, jetzt sind wir, komm, wir trinken nochmal. Schmutziges Wasser schmeckt so gut. Da kann man sich auch mal ordentlich gönnen. Nochmal 4 Parasiten eingefangen. Aber die werden wir jetzt easy los. So, perfekt. Das hat auch super geklappt. Jetzt geht es uns wirklich, wirklich wieder gut. Und jetzt machen wir uns mal ein bisschen an das Ritual. Schritt 1. Entzünde ein Feuer unter dem zeremoniellen Kessel. Okay, machen wir. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, das geht nicht aus vom Regen. Weil wir haben halt mega Regenzeit gerade. Es hört nicht mehr auf zu regnen. Okay, das sollte aber eigentlich passen, denke ich. So, Glut erforderlich. Ja, mit Glut wird natürlich jetzt schwierig. Also wirklich schwierig. Ich glaube, ich muss da mal eben ein Dach drüber bauen, sonst wird das nichts. Mal eben hier so einen Rahmen machen. So, dann mache ich mal kurz fertig. Oh mein Gott! Was ist denn jetzt passiert? Ich bin fast fertig mit meinem Dach. Auf einmal hört das der Regen auf. Was war das denn jetzt? Okay, das war ja komplett verwirrend. Ich baue das Dach jetzt aber trotzdem fertig. Falls es wieder anfängt zu regnen, bin ich schon so kurz davor. Das war ja strange. Ich wurde von den Göttern erhört. Hätte mal ein bisschen eher kommen müssen, dann hätte ich das Dach hier nämlich nicht gebaut. Aber jetzt sind wir schon kurz vor fertig hier. Jetzt können wir es auch fertig machen. Ist ja kein Problem. Sehr, sehr komisch wirklich. So, das Blatt schmeißen wir weg. Jetzt machen wir das Feuer an. Wir nutzen. Sehr gut. Zünden wir an. Dann gucken wir wieder in unser Tagebuch. Wo stand es denn hier? Schritt 1 war das. Schritt 2. Sammle die Zutaten und wirf sie hinein. Wann ist Diriopsis? Was ist das? Okay, das war nur so ein Wasserschwein. Die gibt es, glaube ich, hier, diese Dinger. Genau, Banisteriopsis-Liane. Ich habe keinen Platz. Haben wir das nicht schon, das Zeug? Nee, haben wir nicht. Ah, Federn brauchen wir gerade nicht. Versuchen wir sie nochmal zu sammeln. Ja, jetzt haben wir genug Platz. So, das soll ich da reinschmeißen, oder wie? Kapi. Werfen wir mal rein. Kann ich gar nicht. Hä? Oh, ich glaube, ich habe das schon drin, weil guck mal, das ist schon hier weiß. Das heißt, die sind da, glaube ich, schon drin. Dann brauchen wir noch Psychotria anscheinend. Wir schauen mal hier ins Buch. Schritt 3. Psychotria viridis. Blätter und rote Früchte des Busches. Okay. Sammeln wir die auch mal eben oder suchen wir die mal eben. Hatte ich die nicht noch sogar hier hinten liegen? Unbekannte Kräuter. Nee, das ist das Falsche. Dann habe ich die dabei. Könnten die das sein? Ich weiß es nicht. Könnten die sogar sein, die ich hier dabei habe? Bin mir nicht ganz sicher.
scheint aber nicht zu funktionieren. Oh, hier, das könnten die sein, oder? Jo, das sind die. Perfekt. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Psychotria haben wir aufgenommen. So, hineinstecken. Oha. Hey, what are you doing here? Ein Junge, oder? Oha. Hey, wait! Bleib stehen, Junge! What the? Oh mein Gott. Wie awesome das aussieht. So cool aus. Okay, der bringt uns auf jeden Fall zu diesem Eingang. Schmetterlinge! Oh mein Gott. Oha. Hey, Kid! Where are you? Zur Hölle. Mega gruselig aus. Ich gehe ins Schwarze. Hello? Do you remember how we got here? Mia? Is that you? Oh mein Gott, ist das... Bin richtig auf dem Trip, oder? First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent and... They have to be. Civilization is killing them. And we don't even realize it. Yeah. Maybe it would have been better. If I just died back then. Oh mein Gott. Oh, das ist Mia. Oh nein. Du armes Mädchen. Wird mega bedroht von den Leuten. Oh nein, Mia. Mia, I... When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Kuini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. Okay. Just let me. Darf sie aber nicht berühren. Wenn ich sie berühre, geht's immer weiter anscheinend. Ist ja richtig abgespaced gerade. They trusted us. Embraced us as their own. They even shared their secret with us. Dios mío. Qué emoción.
hemos hecho. Spanisch oder was ist es, kann ich leider nicht. Echt interessant. Scheint aber ein nettes Volk zu sein eigentlich. Ureinwohner. I just wanna. Geschenk nehmen. Mia? Wait! I'm here! Hello? Jake? Please. I can't live without you. Mia, is it really you? What happened? Are you safe? Gracias a Dios que estás vivo. Me? I'm safe. Trust me. Tell me what happened to you. I was losing it trying to contact you. I was hoping you could tell me that. You called me in the middle of the night, and I ran out to look for you, and all I remember is running and falling? Good. Okay, take it easy. Breathe. Do you know where you are? I have no idea. Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? Ich habe eine Karte gefunden, Stammesdorf. Ja, meine Uhr, die GPS. Was macht denn am meisten Sinn? Machen wir das mit der Karte. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Not without climbing gear. You tell me. Left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without the. Oh, hope. Mia? Oh nein. Mia! Oh fuck! Battery's dead. Bin ich jetzt der verlorene Sohn oder was? Ich hab das Gefühl, ich bin jetzt der, der lost ist und nicht Mia. Oh mein Gott. Also, das entwickelt sich hier gerade echt in eine interessante Richtung. Ich hatte gerade auch echt Gänsehaut, als ich da Mia gesehen habe und die Geschichte. Also sehr, sehr cool gemacht, die Story. Ist sehr vielversprechend, dass hier noch mehr Cooles passiert. Aber ich würde sagen, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Green Hell. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Tipps dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.